Chubby, weißt du eigentlich, dass ich dich gerettet habe? Ohne mich würdest du jetzt immer noch im Tierheim sitzen. Oder du wärst bei einer Familie, die dich schlagen würde. Hallo meine lieben Leute, heute habe ich es auch mal wieder geschafft, dass Herr sich tatsächlich von seinem Bettchen mal bequemt und zu mir mit auf die Couch kommt. Wie ihr vielleicht von Insta und TikTok mitbekommen habt, ist er gerade nicht so fit, deswegen mache ich heute nur ein kleines, sage ich mal, eher philosophisches Video ohne große Sequenzen mit ihm. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen bitte gedulden. Er hat jetzt einfach momentan einen Pilz und ja, ist ziemlich platt, auch am Ohr und an den Beinen und am Bauch. Deswegen, ja, wir waren gestern auch schon beim Tierarzt, weil es ihm halt wirklich nicht gut geht, auch ziemlich flach geatmet hat und ja, hat jetzt auch eine Spritze bekommen, bekommt jetzt Medikamente und dementsprechend ist jetzt einfach ein bisschen Ruhe angesagt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich das wöchentliche Video hier auf YouTube nicht vorenthalten und deswegen geht es heute mal um das Thema »Ich habe meinen Hund gerettet«. Immer wieder bekomme ich Nachrichten, egal von welchen Menschen, mit den unterschiedlichsten Geschichten, mit Problemen mit ihrem Hund. Was mir dabei auch sehr oft auffällt, ist, dass so ein Satz mit dabei kommt, ich habe ihn aus einer schlechten Haltung gerettet oder ich habe ihn aus dem Tierheim gerettet, ich habe ihn von der Straße gerettet. Und deswegen möchte ich heute mal wirklich über diesen Satz reden, weil ich glaube, dass der wahnsinnig viele Probleme mit sich bringt. Denn sehr oft kommt dann so mit diesem Satz, ich habe meinen Hund gerettet, eine gewisse Erwartungshaltung mit sich. Auch wenn man das vielleicht nicht bewusst tut irgendwo, aber irgendwo unterbewusst ist noch so diese Erwartungshaltung an den Hund, so du musst doch jetzt funktionieren, weil ich habe dich doch gerettet. Beispiel Tierheim und ich habe meinen Hund aus dem Tierheim. Ich habe ihn aber nicht gerettet. Ich habe ihn nicht irgendwo davor bewahrt oder sonst irgendwas. In dem Sinne, ich habe ihn halt einfach genommen. Mehr habe ich im Endeffekt nicht gemacht. Ich weiß nicht und er weiß erst recht nicht, was passiert wäre, hätte ich ihn nicht genommen. Denn unsere Hunde sind absolut von uns abhängig, wenn sie in einem Tierheim sind oder wenn sie jetzt vom Züchter kommen, von einem Vermehrer oder sonst irgendwas. Es sind im Endeffekt Lebewesen, die wir Menschen jedoch irgendwo rumreichen, als wären es Gegenstände, über die wir einfach bestimmen dürfen. Mein Hund weiß nicht, dass er vielleicht wirklich in eine Tötungsstation hier auf Mallorca gekommen wäre und dann gestorben wäre. Mein Hund weiß nicht, dass er vielleicht auch zu irgendeiner Familie gekommen wäre, die ihn vielleicht nicht gut behandelt hätte oder die ihn vielleicht wieder zurück ins Tierheim gebracht hätten oder. Das weiß alles der Hund nicht. Genauso wie der Welpe nicht weiß, dass er vielleicht totgeschlagen worden wäre, wenn er irgendwie weiter bei dem Vermehrer geblieben wäre. Das sind alles so Situationen, das weiß der Hund alles nicht. Wir Menschen sagen dann aber trotzdem gerne diesen Satz, ich habe ihn davor gerettet. Ich habe ihn aus dem Tierheim gerettet. Und wenn wir jetzt mit dieser Einstellung an unseren Hund rangehen, dann würde das ja eigentlich heißen, wenn der Hund das wissen würde, weil es ja dann auch immer heißt, oh, mein Hund ist so dankbar oder Tierheimhunde sind so dankbar und die wissen das. Nein, die Hunde wissen das nicht. Und wenn wir von unseren Hunden erwarten, dass sie jetzt total dankbar sind dafür, dass wir sie aus dem Tierheim geholt haben oder dass wir sie irgendwo aus einer schlechten Haltung geholt haben, dann wird das grundsätzlich in der Regel sehr, sehr viel Konfliktpotenzial in eurer Beziehung miteinander geben. Warum sage ich das? Wenn ich jetzt sage, ich habe den Hund gerettet und ich erwarte Dankbarkeit von dem Hund, dann wird das mein Hund mir nicht recht machen können mit seiner Erfahrung in der Regel. Denn ein Tierheimhund, ein Hund, der aus einer schlechten Haltung kommt oder von der Straße, für den ist das erstmal eine komplette Umstellung seiner Welt. Das heißt, er wird aus dem einen Territorium rausgerissen und wird in was anderes rein verfrachtet. Wenn du teilweise ein Tierheimhund aus dem Ausland hast, dann hast du zusätzlich noch eine wahnsinnig lange Fahrt, die der Hund hinter sich hat. Das heißt, im ersten Moment ist er alles andere aber nicht dankbar. Und dafür kann ich euch Brief und Siegel geben. Weil das so eine wahnsinnig stressige Situation ist, dass der Hund erstmal gar nicht weiß, oh Gott, was passiert denn hier? Der Hund weiß auch nicht, dass du ihn für immer behalten wirst. Das weiß der auch nicht. Wenn du jetzt vielleicht auch noch so einen Wanderpokal hast, der auf vielen Pflegestellen war oder viel rumgereicht wurde, dann weiß er das erst recht nicht. Und es wird wahnsinnig lange dauern, bis er überhaupt Vertrauen zu dir aufgefasst hat. Und das ist eben dieser wichtige Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Hund gerettet und ich erwarte Dankbarkeit oder Tierheimhunde sind doch so dankbar, wenn ich mit vornherein mit diesem Mindset an diesen Hund rangehe, dann wird der Hund dir das nicht recht machen können. Denn der Hund wird aufgrund seiner Erfahrungen wahnsinnig lange erstmal brauchen, um Vertrauen zu finden.
Bis mir mein Hund wahrscheinlich zu 1000% vertraut, wird das auch noch dauern. Das tut mein Hund auch nicht. Denn er hat einfach verschiedene Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Er wurde nun mal rumgereicht. Er hat nun mal als Welpe erstmal seine Mutter verloren. Er wurde von irgendwelchen Menschen einfach rausgeklaut von seiner Mutter. Da könnte man ja auch mal drüber reden, wie korrekt oder nett das denn eigentlich überhaupt diese Tatsache ist. Und ich bin nämlich mittlerweile der festen Überzeugung, gibt es jetzt keine Studie in dem Sinne dazu, auf die ich mich da belegen könnte, aber so aus meiner Erfahrung oder aus dem, was ich jetzt auch beobachtet habe, dass sehr viele eben diesen Satz, ich habe gerettet, vor allem dann auch bei Welpen benutzen oder bei Hunden benutzen, die auch, ja, zum Beispiel auch Qualzuchten sind. Dann heißt es, ich habe meine französische Bulldogge oder meinen Mops aus schlechter Haltung gerettet. Das heißt, ich möchte irgendwo mich selber ja, beruhigen oder vielleicht mein irgendwo schlechtes Gewissen, das ich vielleicht sogar noch habe, beruhigen, dass ich mir eine gewisse Art Hund geholt habe oder dass mein Hund vielleicht noch nicht so funktioniert. Also ich nehme mich da zum Beispiel auch gar nicht so krass raus, dass man dann diese Ausrede, ja, er kommt aus dem Tierheim, gerne dann noch verwendet, weil man irgendwie eine Situation hat, wo der Hund nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte oder wie man sich das gerne wünschen würde. Und dann sagt man eben sehr gerne, ja, ich habe ihn eben aus schlechter Haltung gerettet, dass man eben quasi damit gleich mal zeigt, du, ich habe diesen Hund quasi vor einem ganz, ganz schlimmen Leben gerettet und das ist jetzt der Grund, warum der sich verhält, wie er sich verhält. Und das meine ich dann auch mit Missverständnissen. Denn wir projizieren unsere eigenen Wünsche, unser schlechtes Gewissen, unser was auch immer wir in dem Moment für Emotionen haben, mit auf den Hund und erwarten dann von ihm, dass er vielleicht schon nach 3 Monaten ohne Leine läuft. Dass er, nachdem er aus dem Tierheim gekommen ist, sofort nicht in die Wohnung macht. Dass er mit anderen Hunden klarkommt und so weiter und so fort. Und dann verlieren wir den Blick dafür, was denn der Hund, der wirklich gerettet wurde oder der aus schlechter Haltung kam, aus dem Tierheim, wie auch immer, was der denn braucht? Was braucht denn so ein Tierheimhund? Was braucht denn ein Hund, der aus schlechter Haltung kommt? Der braucht niemanden, der sagt, oh Gott, du armes kleines Ding, ich habe dich gerettet, sondern jemand, der sagt, weißt du was, du hattest ein scheiß Leben, aber das ist okay, das ist Vergangenheit und ich spüle mich da auch gar nicht mehr weiterhin drüber auf, darüber, dass es dir so schlecht geht, sondern wir packen das jetzt zusammen. Ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Führung. Und das kann man dem Hund nicht geben, wenn man die ganze Zeit mit einem Mindset rangeht, ich habe den Hund gerettet. Weil dann wirst du den Hund dein Leben lang als Opfer sehen. Das ist er aber nicht. Dein Hund ist kein Opfer. Wenn der bei dir ist, dann braucht der kein Mitleid mehr. Dann braucht der niemanden, der die ganze Zeit sagt, oh Gott, mein armer Schatz, du hast es doch so schwer gehabt und so weiter. Das könnt ihr denken. Ja, es, natürlich, keiner kann euch die Emotionen rausnehmen oder das möchte ich auch nicht. Ich denke sehr oft so, oh Gott, mein armer Schatz, was hat er wohl früher teilweise durchgemacht auch, dass er so heftigst reagiert, wenn ich irgendwie mit dem Wischer angekommen bin, dass er den Schwanz einzieht und irgendwo sich verkrümelt, wenn er irgendwie diesen Wischmopp da gesehen hat, was er mittlerweile auch nicht mehr macht, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Also was das betrifft, vertraut er mir. Aber das sind natürlich auch so Situationen, wo ich mir denke, du armer Schatz, oder auch mit anderen Hunden, warum wurdest du denn nicht richtig sozialisiert? Aber ich kann eben nicht sagen, dass ich jetzt hingehe und sage, oh Gott, mein armer Schatz, du kriegst jetzt alles, was ich will, was du willst. Aber was eben nicht gut ist, ist, wenn ihr dann wirklich von Anfang an mit dieser Einstellung auch daran geht, also auch an alle zukünftigen Tierheim- oder Tierschutzbesitzer, Tierschutzhundbesitzer, versucht das wirklich ein bisschen rauszubekommen, denn das Letzte, was euer Hund in dem Moment braucht, ist irgendwie Mitleid, sondern tatsächlich Sicherheit und jemanden, auf den er sich verlassen kann. Und da ist das Kontraproduktivste, was du tatsächlich machen kannst, deinen Hund zu verhätscheln und deinen Hund zu vermenschlichen tatsächlich. Denn für den Hund ist dieser Einzug bei dir ins Zuhause in erster Linie nur eine Umstrukturierung seines Lebens, an die er sich langfristig natürlich anpassen wird, denn Hunde sind dazu ziemlich gut in der Lage, auch wenn es vielleicht nicht das Beste für den Hund ist, dauernd irgendwie die Umgebung zu wechseln. Aber er wird sich irgendwann anpassen. Aber das Wichtige ist, dass man ihm die Zeit gibt, dass man ihm die Führung gibt und dass man nicht anfängt, ihn zu vermenschlichen. Denn dann kommt man auch ganz schnell in das Problem. Und hierzu empfehle ich euch auch hier dieses Video. Ich weiß nicht, wo das jetzt hier eingeblendet wird, in einem von hier oben in der Ecke. Meine 5 größten Fehler. Denn wenn ihr mit so einem Mindset reingeht, kann das sehr, sehr schnell passieren, dass ihr diese Fehler genauso macht wie ich.
Und ich würde euch empfehlen, diese Fehler nicht zu machen, denn sie würden euch, wenn ihr diese Fehler vermeidet, erspart das euch eine Menge Arbeit. Aber es passiert eben dann sehr, sehr schnell, dass ihr sehr grenzenlos eurem Hund gegenüber werdet, weil ihr sagt, oh Gott, der arme Schatz hat doch so viel durchgemacht und jetzt hast du ein besseres Leben, jetzt darfst du auf die Couch, jetzt darfst du alles fressen, du kriegst alles, was du willst und damit überfordert ihr den Hund. Denn euer Hund merkt dann im Endeffekt, oh, ich komme hier in eine neue Umgebung und hier weiß eigentlich keiner, was Sache ist. Ich darf hier zwar alles machen, also bin ich wohl derjenige, der hier diese Gruppe anführen wird. Und so schickt ihr euren Hund in die Führung. Das heißt, Mindset ist in der Hundeerziehung wahnsinnig wirklich wichtig und ich kann nur jedem empfehlen, arbeitet daran, denn das, was ihr eurem Hund ausstrahlt, das kommt bei euch zurück als Hundeverhalten. Und denkt auch immer daran, euer Hund ist das Spiegelbild von euch und wenn ihr irgendwo quasi Problemverhalten habt, in Anführungszeichen, aus menschlicher Sicht Problemverhalten, aus Hundesicht ist das Normalverhalten, dann ist das definitiv, weil irgendwo da bei euch ein Fehler ist. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das eben der Mensch ist, der da irgendwo einen Fehler hat. Und da eben auch beim Mindset. Denn wenn ich schon mit diesem Mindset rangehe, ich habe meinen Hund gerettet, dann kann ich meinen Hund nicht als ernstzunehmendes Lebewesen sehen. Und dann werde ich automatisch in dieses Verhätscheln reinkommen. Damit schiebe ich absolut meinen Hund in die falsche Rolle und dann ist mein Hund da, der selber regelt, wo es dann auch sehr oft heißt, zu Hause ist er der liebste Hund, aber draußen. Das ist mein Lieblingssatz. Dazu mache ich tatsächlich auch mal ein Video. Ich glaube, das mache ich sogar die Woche noch. Fällt mir gerade echt wahnsinnig viel zu ein, wenn das jetzt gerade so durch meinen Kopf rattert. Wobei, ich mache das nächste Woche. Diese Woche kommt dann noch ein Vlog für euch, denn wir gehen morgen zusammen in Urlaub mit Chabo und da will ich euch natürlich ein bisschen mitnehmen. Aber das waren jetzt auf jeden Fall erstmal meine Gedanken zu diesem Thema. Ich habe einen Hund gerettet. Falls ihr noch Ergänzungen habt und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare. Habt ihr vielleicht einen Tierheimhund? Woher habt ihr euren Hund? Habt ihr den von Züchter? Habt ihr den aus irgendeiner Vermehrerei? Habt ihr den von eBay Kleinanzeigen oder woher auch immer? Und wie ihr denn zu diesem Satz, wie ihr persönlich denn zu diesem Satz steht? Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zum Denken anregen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf eure Hunde auf und bis dann.